Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal im Wald der Hünger in Siofra stehen geblieben, nachdem wir am Ende der letzten Folge den Ahnengeist besiegen konnten. Einen großen Gegner, der uns tatsächlich ein Achievement gebracht hat. Und nun werden wir uns hier mal in Siofra weiter umschauen. Ich denke, wir haben noch ein bisschen was wir uns anschauen können. Ich würde sagen, wir machen mal eins. Wir reiten mal hier rüber. Hier hatten wir ja ein Portal entdeckt. Und ich würde sagen, wir probieren wir einfach mal aus, wo uns der Wind bringt. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen getroffen worden. Ich glaube, wir haben die richtige Stelle gefunden. Wir müssen wohl nach da oben. Also machen wir das mal. Nehmen wir hier noch die Taubennetzen herber mit und springen mal hier auf die Säule. Oder darüber hinaus. Okay. Ja, wir steigen mal ab. Da schießt nämlich gerade hier auf uns mit dem Bogen. Das muss ja nicht sein. Und dann nehmen wir mal die heilige Klinge. Sehr schön. Da sehen wir den hier. Fangen wir uns leider auch. Aber er ist erledigt. Und wir nehmen direkt meine Gunst des Segens. Besser ist das auf jeden Fall. So, wir nehmen wieder das Schwert raus und dann schauen wir uns mal an, wo uns dieses Portal hinbringt. Einfach der Vollständigkeit halber. Ich würde sagen, wir sind immer noch in Siofra, wenn ich mir das hier so anschaue. Da oben, das muss dann wohl die Stadt Nokron sein. Hm, das wahrscheinlich da. Nun gut, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, eindeutig. Aha, Moment. Ist das. Ja, das ist der Wald der Jünger. Alles klar. Dann sind wir jetzt wohl, wenn ich das richtig sehe, auf einer höheren Ebene. Ganz eindeutig. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns ja mal mit Sturmwind um. Und gucken wir mal, was wir hier oben so finden. Hier drüben sind schon mal ein paar Taubennetz der Herber. Gut, das ist es jetzt nicht. Halten wir uns hier am besten mal an der Kante. Und ja, schauen uns ganz in Ruhe um. Hier drüben glimmen ein paar Überreste. Hier können wir irgendwas einsammeln. Gassteine. Na, die hatten wir doch schon mal. Unten in Einsel. Nun gut. So, das waren erstmal die. Die haben wir eingesammelt. Hier ist eine kleine Krabbe. Das heißt, hier vorne ist irgendwo eine große Krabbe. Mal gucken, ob wir die rauslocken können. Nö. Scheint keine große Krabbe hier zu geben. Nun gut, denn nicht. Da vorne ist ein Überrest. Großartig. Dann gucken wir doch mal, was dieser Überrest für uns hat. Oh, hier haben wir aber einen schönen Ausblick. Naja, schauen wir erstmal uns die zwei schlummernden Eier hier an. Nun gut, das war jetzt nicht. Da ist der Ausblick hier echt noch das Beste. Großartig. Sehr, sehr schön. Schöner Sternenhimmel hier, muss man ja mal sagen. Ja, es wird nur interessant, wie wir da hochkommen. Naja, wir werden es rausfinden. Hatte uns ja jetzt eigentlich Blight auch schon gesagt, dass wir uns erstmal wohl nach Caelid begeben sollen. Steigen wir mal wieder auf Sturmwind. Und gucken wir uns mal weiter um. Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier uns keine Krabbe angesprungen hat. So, reiten wir mal da lang. Von hier sind wir wohl gerade eben gekommen. Hier vorne ist noch ein Pilz. Schauen wir mal weiter hier in die Richtung. Hier vorne ist eine Taubennetz der Herber. Oh, und wir haben, glaube ich, noch eine Trinaslilie von Janschen auch. Großartig. So, schauen wir mal weiter. Hier sehe ich erstmal nichts. Gut. Oh, da drüben ist irgendwas Großes. Ich glaube, das ist kein Landoktopus. Mhm. Gut. Naja, gucken wir mal weiter. Springen wir erstmal hier lang, an der Kante entlang, die wir gerade entdeckt haben. Da drüben ist irgendein Einyang. Da bewegt sich auch irgendwann. Das könnten vielleicht wieder Tonmenschen sein. Hier ist ein Abgang. Na, dann schauen wir doch erstmal hier entlang. Grasen wir das hier mal halbwegs systematisch ab. Haben wir noch eine Taubernetzherber gerade gefunden. Mal wieder eine Kante, großartig, und einen schönen Wasserfall. Oh, da rechts ist etwas. Da vorne ist ein goldenes Bäumchen. Das ist ja großartig. Moment mal, kommen wir da direkt hin? Ja, halt mal hier lang. Oh, hier ist noch was. Eine Geisterteilie Stufe 4. Das ist ja gut. Das ist sehr schön. Großartig. So, schauen wir mal da unten. Nee, oder doch? Doch, da ist das goldene Bäumchen. Kommen wir hier runter? Ich glaube ja, aber wir kommen da wahrscheinlich nicht mehr hoch. Wir steigen ganz kurz von Sturmwind und schauen uns das mal an. Nee, ich glaube, hier kommen wir nicht wieder hoch. Gut, dann merken wir uns das goldene Bäumchen mal und schauen uns hier oben erstmal weiter um. Schauen wir mal hier rechts in die Ecke. Hier scheint es nichts zu geben. Da war bloß ein Taubennetz der Herber. Das muss er jetzt nicht sein. Und was haben wir hier? Noch eine. Naja, gut, eingesammelt. Und hier sind schon wieder kleine Krabben. Springt uns jetzt hier irgendwo eine große Krabbe an. Ich rechne damit jedenfalls. Hier liegt ein Überrest. Und wir haben eine Goldene Rune Stufe 7 gefunden. Großartig.
Die hatten wir noch nicht. Doch, wir hatten eine schon in der Akademie gefunden. Ich glaube, das waren 2500. Und, oh, wir sind irgendwie im Kampf. Glaube ich jedenfalls. Nee, wir waren nicht im Kampf. Gut. Alles klar. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Hier unten war nichts weiter außer Taubennetzen, Herber und diesen kleinen Krabben. Halten wir mal hier hoch. So, jetzt hatten wir hier rechts. Oh, Moment, ich habe gerade was gesehen. Ich habe noch was gesehen. Hier ist eine Statue von Marika und da hinten leuchtet irgendwas rot. Das ist wohl ein roter Skarabäus, nehme ich mal an. Oder das ist wieder so ein explodierender Skarabäus. Was war das? Waren wir das? Okay, keine große Krabbe aufgetaucht. Gut, ich wollte nicht groß verhindert haben. Ja, das sieht nach einem roten Skarabäus aus. Ich glaube, das bringt mir schon mehr darauf an. Nee, okay. Okay, eine Flaschenaufladung gekriegt, logischerweise. Unsere Fläschchen sind ja voll. So, und da vorne sitzt wirklich irgendwas Großes. Und wir können Geister rufen. Gut, dann kriegen wir wohl gleich wieder einen Bossgegner. Na, ist ja ernster Vorrang. Ja, das sieht ja auch nach Bosskampf-Areal aus. Nun gut, dann würde ich sagen, ja, kümmern wir uns um den. Ein Ort der Gnade wäre mir zwar lieber gewesen, aber was soll's. Gehen wir noch ein Stückchen näher? Moment mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht aus wie der Drachenblutsoldat von Noxtella, den wir unten in Einsel hatten. Ah, na, dann könnte das hier vielleicht der Drachenblutsoldat von Nukron sein. Wäre nur logisch. So, wir haben erstmal die Geister gerufen. Wir nehmen eine Gunst des Segens für uns und unsere Geister. Wir nehmen das Schwert in die Hand und wir nehmen einen Schluck aus den Himmelstränen. So, dann schauen wir uns den Kameraden mal an. Hier sieht wirklich ganz genau so aus. Dann ist das wahrscheinlich jetzt der Drachenblutsoldat von... Nee, das ist einfach nur der Drachenblutsoldat. So, der hat uns wohl schon gesehen. Wir nehmen mal gleich die halbe Klinge. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Osyrit klarkommen. Dann kommt ein großer Angriff. Aber verfehlt. Wir halten uns mal hinter ihm. Das heißt, hinter ihm nach Möglichkeit. Jetzt kommt dann mit einem großen Angriff. Das war klar. Versuchen wir mal wieder an den Rand zu kommen. Haben wir geschafft. Aber schlecht zu treffen hier, der große Kerl. Das ist schlecht, dass wir hier stehen. Dann springen wir beiseite. Oh, jetzt hat er uns die Blockausdauer geklaut. Wählen wir das Seiten weg. Das hat ja ein Psychogegner. Gut, wir nehmen mal vorsorglich die Arznei. Diese Wölfe haben schon ordentlich Schaden gekriegt. Das gefällt mir an. Ich nehme mal da die Klingel. Und versuchen, dem Kerl hier mal beizukommen. Oh, oh. Unsere Geisterwölfe sind gleich alle erledigt. Er hat aber auch nicht mehr viel. So, jetzt hat er uns getroffen. Uns aber bloß die Blase genommen. Der sollte gleich erledigt sein, wenn wir nochmal treffen können. Nehmen wir da die Klingel. Und dann hat er noch ein bisschen was übrig. Oh, das ist jetzt spannend. Das ist natürlich ja nicht gut. So, nehmen wir nochmal da die Klingel. Und das erledigt. Hui. Das war gerade ein bisschen knapp. Und wir haben wieder einen großen Gegner zu Fall gebracht. Wir haben 16.000 Runen erhalten. Eine drachenhelle Bade. Und wo setzt der Ort der Gnade? Moment, da hinten liegt was. Aber das ist kein Ort der Gnade. Hm. Große Gegner? Eben noch eigentlich immer ein Ort der Gnade. Ich sehe keinen. Na egal. Na, das war ja spannend. Da haben wir am Ende der letzten Folge schon großen Gegner gemacht und jetzt gleich wieder. Hätte ich ja hier in Siofra nicht vermutet, dass wir so ja zwei große Gegner finden. Ja, hier liegt irgendwas. Ein Überrest mit etwas Besonderem. Etwas Einmaligem. Wir haben Marikas Narbensiegel gefunden. Ein Talisman. Dann sollten wir uns die beiden Fundstücke hier gleich mal anschauen. Dann kriegen wir auf, vielleicht mal einen Ort der Gnade finden. Ich sehe erstmal keinen. Das ist sehr ungewöhnlich. Nun gut. Bei dem Armgeist unten hatten wir auch keinen. Und jetzt haben wir 29.000 Runen. Können wir wieder einen Stufenanstieg machen. Großartig. Aber gehen wir erstmal in die Ausrüstung, würde ich sagen. Und fangen mal mit der Waffe an. Das war eine helle Bade. Mal gucken, wo wir sie finden können. Da ist sie, glaube ich. Da ist die drachenhelle Bade. Ist eine helle Bade. Standardstich. Okay, sieht ganz nett aus. Legen wir sie uns mal an. Und rüsten wir sie dann auch gleich mal aus. Und schauen uns die dann mal direkt an. Sehen langsam für meinen Geschmack. Sieht aber ganz lustig aus. Und sehr hübsch. Ja, die ist sehr hübsch. Ihr arbeitet. Kann man nicht anders sagen. Aber ich würde sagen, die legen wir gleich mal wieder ab. Und dann schauen wir uns noch den Talisman an, den wir jetzt hier gefunden haben. Mal gucken, wo wir ihn finden können. Hier unten ist er nicht. Da ist er. Da ist Marikas Narbensiegel.
Dazu heißt es hier, erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Nun gut, von soweit bin ich eigentlich kein Freund. Schauen wir mal in die Details, ob da etwas mehr steht, welche Attribute. Marikas Narbensiegel. Ein Auge, verziert mit einer Eldenrune. Angeblich das Siegel von Königin Marika. Erhöht den Geist, die Weisheit, den Glauben und die Arkanenergie, aber auch den erlittenen Schaden. Diese Siegel symbolisieren die lebenslange Pflicht derer, die von den Göttern auserwählt wurden. Oha! Erhöht Geist, Weisheit, Glaube und Arkanenergie. Naja, und erhöht den erlittenen Schaden. Das finde ich jetzt gar nicht gut, aber ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Wie viel Weisheit bekommen wir denn? 24, wenn wir es anlegen. Ich glaube, das reicht, um mal das andere Schwert anzulegen. Also das, was ich sowieso schon lange ausprobieren wollte. Da würde ich sagen, das probieren wir jetzt mal. Ja, wir können es anlegen. Das Schwert der Nacht und der Flamme. Dann können wir wenigstens mal ausprobieren. Das ist schön. Das ist großartig. Sehr, sehr gut. Da ist es auch. Das sieht großartig aus. Sehr schön filigran gearbeitet. Schauen wir uns das mal an. Die Geschwindigkeit gefällt mir. Und dann hat es auch noch Talente. Das ist eine legendäre Waffe. Also sind es keine Talente in dem Sinne. Da müssten wir uns jetzt mal irgendwas suchen. Woran wir das ausprobieren. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel bringt. Ja, dann nehmen wir mal hier vorne die kleinen Krabben, die wir hier gesehen haben. Hier unten waren doch welche. Ich glaube, unterwegs hatten wir ja auch noch irgendwo welche. Hier vorne sind doch welche. Dann können wir das mal ausprobieren. Nehmen wir gleich mal das Talent. Hui. Okay, das verbraucht aber auch die FP, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hat wohl zwei Fähigkeiten. Probieren wir die andere auch noch aus. Oha. Das war imposant. Aber hat ordentlich FP gekostet, wenn ich das richtig sehe. Probieren wir gleich nochmal aus. Wir haben leider nicht erwischt. Okay, wir wieder nicht erwischt. Lustig. Aber wir können es endlich mal ausprobieren. Das finde ich großartig. Ja, das müssen wir uns jetzt erstmal aufwerten. Dann sollten wir noch ein paar Runen machen. Dann kriegen wir sowohl den Stufenanstieg hin, als auch die Aufwertung. Ja, ich glaube, da sollten wir uns aber was anderes für suchen, als hier kleine Krabben. Ich glaube, das sollten wir erstmal ablegen. Das bringt nicht viel, wenn wir das angelegt haben. Zum einen dürften wir eine große Last haben. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, wir haben eine große Last. Und es ist nicht aufgewertet, also bringt uns das nicht viel. Das sollten wir nochmal an richtigen Gegnern ausprobieren, wenn es aufgewertet ist. Also legen wir das erstmal ab und dann legen wir auch erst einmal wieder unser Smaragd-Bernstein-Medaillon an, würde ich sagen. Nee, machen wir nicht, wir nehmen das andere. Wir haben ja jetzt das karianische Filigranwappen, das die Kosten unserer Talente reduziert. Ich glaube, wir sollten auch gleich mal einen Schluck aus den Himmelstränen nehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir stellen uns wieder die Purpurtränen ein, legen unser Siegel kurz an, nehmen mal übrigens des Segens und schauen uns hier weiter um. So, da vorne ist eine kleine Krabbe, da vorne ist ein Durchgang, dann gucken wir uns doch mal den Durchgang da an. Achso, da hinten ist noch ein goldenes Bäumchen. Oh, wir haben wieder Tonmenschen. Na, dann kümmern wir uns um die mal. Oh, das sind aber ein paar und da hinten ist ein blauer Skarabäus. Dann kriegen wir gleich eine Flaschenaufladung. Das ist sehr schön. Kümmern wir uns aber erstmal hier um die Tonmenschen. Nochmal der Heilklinge. Dünnen wir die erstmal ein bisschen aus, würde ich sagen. Oh, da ist einer, der zaubert. Da sollten wir uns kurz mal zurückziehen. Das ist vielleicht sinnvoller. Wir können eigentlich auch mal wieder unsere Flammenschleuder benutzen. Machen wir denn doch. Obwohl, wir haben hier so viele FP. Wenn wir welche wieder kriegen jetzt, also kriege ich eine Flaschenaufladung, werde ich gut. So, haben wir da mal eine Flammenschleuder drin. Wir haben zwei erwischt. Ne, ich glaube, das ist effektiver. Wenn wir das lieber mit dem Schwert und der Heiligen Klinge machen. Also schalten wir mal den hier aus und den hier vorne. Ne, hier springen wir halt weg. Das ist noch besser. So, die haben gerade zugeschlagen. Das heißt, jetzt können wir mal... Der hat einen Angriff mit seiner Harpune gemacht. Und dann sollten die Gegner auch nicht mehr ausgeschaltet sein. Und der zaubert. Wir springen mal nach vorne weg. Davon müssen wir uns an den Rücken treffen lassen. Und dann erleben wir den Kai hoffentlich. Sehr schön. Und wir nehmen einen Schluck aus den Purpurtränen. Und dann erledigen wir den nächsten. Ach, eigentlich können wir das noch anders machen. Wir nehmen mal das Schwert im Bederhemd und springen den mal hier davon. Probieren wir das mal aus. Halt urlange nicht gemacht. Oh, wir haben eine Flaschenaufladung erhalten. Wir sind genauso hier. Beziehungsweise, ja, ist eigentlich genauso hier.
wie in Scarabeus. Und eigentlich noch besser, würde ich sagen, oder uns beide die eben hat. Versuchen wir die Bienen immer auszuschalten. Naja, nähern sie die knapp. Und die OS dran gewöhnen mit der beidhändigen Benutzung. Machen wir das mal wieder einhändig. Ja, das ist ja schon viel besser. So, sehr schön, der ist erledigt. Haben wir noch eine Flaschenaufladung erhalten. Das wäre großartig. Na, dann nehmen wir direkt mal ein Schlückchen aus beiden Fläschchen. Ja, die sind wieder voll. Nur unser Arznei ist nicht voll. Gut, dann können wir uns ja hier den blauen Scarabeus eigentlich schenken. Aber machen wir das mit. Wir haben gerade einen Schluck genommen. Gut. Ach nee, das war kein blauer. Das war wohl ein blau-silberner. Und wir haben eine große Orakelblase erhalten. Ein Zauber. Das ist wohl, was der Zauberer hier gerade geworfen hat. Na, sehr schön. Haben wir den auch in der Tasche. Und wir haben den Überrest. Mit einem Dunkelschmiedestein der Stufe 5. Das ist großartig. Der war so ja neu. Das heißt, den hatten wir noch ja nicht. Das ist ja hervorragend. Dann können wir unser Schwert von Nacht und Flamme ja richtig aufwerten. Großartig. Ich denke, das dürfte eine schöne Ergänzung sein zu unserer heiligen Klinge. Also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen in die Kondition investieren, dass wir beide Schwerter tragen können. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier vorne sind noch mehr Tonmenschen. Gucken wir erstmal hier drüben, ob es hier noch irgendwas gibt. Scheinbar nicht. Na, dann kümmern wir uns doch um die Tonmenschen. Machen noch ein paar Runen. Wir haben jetzt schon fast 33.000. Das ist großartig. Dann kommen wir auf jeden Fall mit dem Stufenanstieg hin. So, wir springen mal weg. Und hier nochmal da alle Klinge. Wir haben es ja. Also wir haben ja noch FP. Lassen wir die beiden mal zuhauen. Das machen die fast synchron. Großartig sah das aus. Und dann sind wir die mal zu erledigen hier. Ach, der hat uns wieder am Helm genommen, der Inner. Das ist aber unschön jetzt. Wollen wir keinen Quatsch hier machen. So, wir springen mal hinten weg. Das dauert ganz schön lange, bis man da auf hier standen ist. Meine Güte. So. Erleben wir mal den frechen Kerl hier und den anderen ohne. Ja, die haben sich irgendwie nicht wirklich gut unterbrechen. Hätte ich oft, dass das vielleicht mit der Beidhändchenbenutzung funktioniert, aber das hat auch bloß nicht geklappt. So, wir nehmen mal wieder eine Gunst des Segens. Also mit der Flammenschleuder, das hat mich jetzt eben nicht überzeugt. So, wir haben wieder das Schwert draußen und da vorne liegt ein Überrest. Moment, links war auch irgendwas. Da steht ein einzelner Ton. Und wir haben hier ein paar kleine Krabben. Oh, der hat einen schönen Satz da hinten gemacht. Da nehmen wir den hier mal. Und die kleinen Krabben nehmen wir auch mit. Den Vieh mal auch mit. Sehr schön. So, die haben wir uns hier sehen. Wir nehmen da alle hin. Wir springen den hier davon. So, sehr schön. Hat die geklappt. Und ich bin auch nochmal weg. Ach, wahrscheinlich die Bewegungen geblieben bei den Kameraden. Wenn sie langsam sind, ist das besser. So, der ist viel zu langsam. Der ist erledigt. Wir haben noch eine kleine Krabbe. Sehr schön. Wir haben 35.600 Runen. Ich würde sagen, wird läuft. Machen wir einfach mal so weiter. Also die Bienen hier. Springen wir mal kurz rein weg. Sehr schön, der hat verfehlt. Er hatte verfehlt und ist dann noch getroffen. So, jetzt ist er erledigt. Und wir haben noch irgendwas. Wir haben vor allem erstmal eine Flaschenaufladung erhalten. Das ist sehr schön. Na, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal da oben erstmal den Überrest mit. Und wir haben, oh, eine zweite goldene Rune der Stufe 7 gefunden. Sehr schön. Großartig. So, dann würde ich sagen, machen wir da so weiter. Wir haben hier noch ein paar Tonmenschen. Nehmen wir da alle Klingen. Und schlagen uns hier ganz in Ruhe durch. Uns hetzt ja keiner. Ich glaube, wir springen jetzt einfach weg und nehmen nochmal da alle Klingen. Wenn die erledigt sind, kriegen wir eh wieder eine Flaschenaufladung. Oh, dann sind aber viele hier auf eben Haufen. So, ich glaube, wir sollten mal wegspringen, das ist direkt besser. Und dann nehmen wir einen Schluck aus den Himmelstränen. Und dann erledigen wir mal eben hier von dem. Auf jedenfalls. Ja, sehr schön. Und dem muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass denn jener uns hochnimmt und die anderen uns dann erledigen. Das muss jetzt gerade nicht sein. Also nicht mit 36.000 Runen in der Tasche. Das wäre sehr unangenehm. So, ich glaube, wir laufen mal hier rüber und erledigen erstmal den Einzelnen hier und springen mal dann weg. Ja, die Reichweite von denen ist nicht schön. Ich glaube, wir nehmen mal eine Gunst des Seens und sie ist schon abgelaufen. So, wieder das Schwert raus und dann versuchen wir mal ihn auszuschalten hier. Wisst ihr, Spiel mit denen. Ja, ich glaube, da könnte sich das Schwert, das wir gerade in der Hand hatten, wirklich lohnen. Also diese Flammenwelle, ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich bei denen jetzt ziehen würde. Naja. Da müssen wir uns noch ein bisschen hier dulden. So, der hat gerade angegriffen. Versuchen wir den jetzt mal auszuschalten. Wir haben zwei erwischt. Sehr schön. Uns hat auch einer erwischt. Wir nehmen einen Schluck. Oh ja, genau. Wir nehmen einen Schluck aus den Hypotränen. Und dann erwischen wir den da. Und wir blocken mal den da.
Sehr schön. So, der sollte gleich erledigt sein. Der andere auch. Boah, noch zwei übrig. Nehmen nochmal einen Schluck aus dem Pupertrin. Und jetzt hier einfach nur vorsichtig. So, unangenehm die Kamera. Na, da hat er uns wieder rangezogen mit seiner Harpune. Aber er ist erledigt. Oder die sind alle erledigt. Und wir haben wieder eine Flaschenaufladung erhalten. Unsere Fläschchen sind voll. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was haben wir hier? Jetzt sind bloß Glühwürmchen. Silberne Glühwürmchen. Hier scheint auch nichts zu liegen. Ein Get Monster direkt sparen können. Naja, egal. Wir haben Flaschenaufladung erhalten. Wir haben ein paar Runen gemacht. Wir haben fast 39.000 Runen. Also würde ich sagen, haben wir irgendwas richtig gemacht. So, wir schauen uns mal weiter um. Hier vorne scheint es nichts zu geben. Da ist eine dunkle Ecke. Gehen wir mal kurz rein. Hier scheint es durch zu... Ne, hier ist nicht durch. Okay, hier ist wohl mal eine unsichtbare Wand. Ich glaube, das ist die erste unsichtbare Wand, die wir in Eldenring finden. Ich bin ja kein Freund von den Dingern. Ich finde das immer sehr ungeschickt. Aber ein Eldenring, glaube ich, musste ich das noch nie sagen. Na, ne, nö. So, hier ist noch ein Pilz. Und ich glaube, jetzt sind wir hier oben eigentlich fertig. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Runde. Aber ich glaube, hier ist eigentlich nichts mehr übrig. Nee, jetzt sind wir wieder da, wo wir den Drachenblutsoldaten erledigt haben. Ich nenne ihn jetzt mal Drachenblutsoldaten von Siofra. Ja, schauen wir mal hier hinten noch. Vielleicht liegt der hier noch was. Ich glaube, in der Ecke waren wir noch nicht. Hier gibt es so scheinbar nichts. Naja, doch, da hinten glitzert etwas. Das ist wohl eine Geistertallilie. Gucken wir mal. Oder ist das eine Gräbertallilie? Eine Geistertallilie, Stufe 5. Die hatten wir auch noch nicht. Oha, ich glaube, wir müssen dringend in die Tafelrundfeste. Dann können wir unsere Schwerter vielleicht aufwerten. Also eins auf jeden Fall. Und wir können unsere Geister aufwerten. Gut, jetzt sehen wir uns aber erstmal das goldene Bornchen holen, würde ich sagen. So, wo war das jetzt? Irgendwie in die Richtung. Na denn, machen wir das. Und suchen uns mal hier den Abgang. Da vorne ist er. Und dann hier runter. Und dann können wir jetzt mal wirklich zu dem goldenen Bäumchen runterreiten. Sehr großartig, dass wir eins finden. Aber ich glaube, wir haben nur zwei goldene Saaten dann. Uns würde also noch eine weitere fehlen, um die Fläschchen zu verstärken, beziehungsweise um eine Flaschenaufladung zu halten. So, wir steigen auch von Sturmwind ab. Nicht, dass wir hier runterpurzeln. Und da, ja, da jetzt weit runter. Wir springen einfach hier runter. Das ist nicht zu hoch. Ganz entspannt und in Ruhe. Mal gucken, ob es hier noch irgendeine böse Überraschung gibt. Sieht aber erstmal nicht so aus. Nehmen wir uns hier mal die taubenetzten Herber mit. Oder nehmen wir mal zum goldenen Bäumchen rüber. Nee, hier scheint wirklich nicht unangenehm zu sein. Nur Böcke, die wieder durch die Gegend rollen. Großartig. So, na denn. Haben wir eine weitere goldene Saat. Und wir haben wohl hier eine kleine Brücke. Moment mal, ist das eine Brücke? Ja, tatsächlich. Aha, dann können wir ja direkt unsere Erkundung da drüben fortsetzen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, hier kommen wir rüber und dann haben wir ja nicht mehr weit. Großartig, hier ist ja nicht mehr viel übrig. Ja, da oben waren wir jetzt wohl. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, da oben können wir nicht gewesen sein. Das muss nochmal eine höhere Ebene sein. Aha, dann sollten wir uns vielleicht die anderen Portale auch noch anschauen. In den Ruinen hier drüben waren wir? Nee, da waren wir nicht. Hier drüben ist der Händler. Aha, dann könnte das aber hier oben vielleicht Nokron sein. Naja, wer weiß. So, schauen wir uns hier erstmal um. Hier kommt man irgendwie runter. Wir nehmen wieder Sturmwind und gucken uns mal weiter um. Schauen wir auch mal da drüben an der Kante. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Wir sind mal vorsichtig. Wir steigen mal von Sturmwind ab. Nicht, dass wir da rüber schießen. Das muss ja nicht sein. Aha, hier ist ein Absatz. Kommt man hier irgendwie weiter? Ja, sieht beinahe so aus. Dann sollten wir uns das auch noch anschauen. Kommen wir hier wieder hoch. Sieht so aus. Okay, dann können wir hier, glaube ich, ganz entspannt mit Sturmwind langreiten. Ich sehe erstmal keinen, der was von uns möchte. Na, dann machen wir das mal. So, dann gucken wir uns hier mal um. Mal gucken, wo das hinführt. Hier in der Nische ist nichts. Und hier geht ganz entspannt an der Kante lang. Zum Wasserfall. Mal gucken, ob wir unter dem Wasserfall was finden. Da vorne ist es irgendwie anders beleuchtet. Ich glaube, wir haben hier einen Höhleneingang. Schauen wir mal ganz kurz. Wir steigen mal vorsichtshalber ab. Da vorne liegt ein Überrest und wir werden doch garantiert Fledermäuse haben. Ne, sieht nicht so aus. Aufschalten können wir nicht. Und dann gucken wir mal. Passiert nichts. Okay. Und wir haben einen Runenbogen gefunden. Großartig. Hätten wir hier bei dem Drachenblutsoldaten mal sterben können. Ja, so lange nicht passiert. Seit Schloss Sturmschleier, glaube ich, nicht mehr. Nun gut. So, dann gucken wir uns mal weiter um. Hier ist nichts in der Höhle. Nun gut.
haben wir uns einen Wohnmobil, hätten wir uns aber auch sparen können. So, dann reiten wir mal vorsichtig wieder zurück und nehmen mal diese Brücke und gucken uns da mal in dem nördlichen Teil von Siofra noch um. Dann sind wir hier eigentlich, glaube ich, durch und dann können wir nach Caleb. So, also hier rum, genau, und dann links ist diese steinerne Brücke. Eigentlich ist ja keine Brücke, das ist irgendeine natürliche Felsformation, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal weiter, ob wir noch irgendwas Nettes entdecken können. Wir haben ein paar Hirsche. Ich glaube, wir sollten da drüben weitermachen. Hier haben wir uns das Feuer entzündet und da unten ist ein Weg. Na, dann sind wir doch zivilisiert und nehmen einfach hier den Weg und reiten hier entlang. Gucken wir uns mal um. Da ist eine taubernetzte Herber. Das ist jetzt nicht so interessant. Reiten wir mal hier lang. Hier ist noch eine taubernetzte Herber. Naja, auch nicht so interessant. Und wir haben... Oh, wir haben Ratten vor uns. Wir steigen mal ab und kümmern uns mal um die Ratten hier. Muss ja nicht sein. So. Oh, ihr seid ja gebissen. Aber hat sie mit ihrem Leben bezahlt. Und wir haben eine goldene Rune der Stufe 1 hier gefunden. Nehmen wir mal noch eine Gunst des Segens. Dann können wir nämlich noch einen Schluck aus den Himmelstränen nehmen. So, dann nehmen wir wieder das Schwert in die Hand. Da ist ein Bock, okay. Hier vorne liegt ein Pilz. Oh, und da hinten leuchtet irgendwas. Hier vorne haben wir einen Überrest mit 3 Scheiben Fleisch. Nun ja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. So, ich glaube, wir sollten uns das da drüben mal anschauen gehen. Moment, ich habe gerade noch was gesehen. Da sitzt ein Ahnjünger. Okay, dann werden wir uns um den mal kümmern. Mal alle Dinge. Und dann erledigen wir den hier. So, sehr schön. Da drüben sitzt ein weiterer. Und dann kümmern wir uns um den Ona ganz kurz. Auch noch ein paar Runen, die können wir hier brauchen. Gut, der kriegt nichts mit, den können wir garantiert jetzt später in den Rücken stecken. Ja, hätten wir garantiert gekonnt. Und da unten sind 2 weitere von der Sorte. Na, dann kümmern wir uns um die Ona. Der kommt hier gleich. Ah, ne, der eine hat ja bloß irgendwie einen Feigstanzer geführt und wir sind da etwa. So, der zweite greift uns an, der haut ein paar Mal zu, bis er sich verausgabt hat. So, dann mal aufhören, den Genoss da mehr. Ja, zeigt doch. Aber jetzt hat er auch keine mehr. Reden wir den mal hier. Muss ja nicht sein. Und wir haben eine Ratte gefunden. Ey, war jetzt aber ein bisschen knapp hier. Meine Güte. So, wir haben eine Flaschenaufladung erhalten. Eine, ja, kein Problem. Oh, wir haben ein paar Ratten gefunden. 3 im Haufen hier gleich. Und im Hintergrund war mindestens eine weitere zu sehen. Na, das sind so ja 2 da vorne. Na, wo wollen die denn jetzt hin? Oh, da drüben ist ein Skarabius. Ein roter, so wie er aussieht. Oder vielleicht ist es auch wieder ein feuriger Skarabius. Wer wäre es? Nee, ich glaube, das ist ein Goldroter. Nee, das war bloß ein Roter. Alles klar. Da drüben ist ein Überrest. Sehr schön, dann gucken wir uns doch den Überrest an. Und dann haben wir hier wohl erstmal Ruhe in der Ecke. Hoffe ich jedenfalls. Wir wollen uns mal ganz kurz die Zielaufschaltung. Nee, da ist nichts. Und wir haben hier eine goldene Rune der Stufe 4. Sehr, sehr schön. Großartig. Ganz toll. Ja, gut. Also, hier steigen wir auf Sturmwind und gucken uns mal weiter um. Hier sind die toten Ratten und da vorne ist eine interessante Struktur. Das werden wir uns mal anschauen gehen. Und ich glaube, ich habe die Vermutung schon mal geäußert, dass das hier wie ein Brunnenboden aussieht. Das sieht ganz genauso von der ja, Architektur, Geometrie hier eher aus, wie hier drüben der Brunnenboden von Siofra. Dann bin ich mal gespannt, ob das richtig ist. Ich glaube ja, wenn ich mir das da drüber so ankicke, das könnte ein Brunnen sein. Naja, gehen wir mal kicken. Reiten wir mal hier hoch und kicken uns aber erstmal hier den Überrest an. Wir haben einen Horn-Talisman der Klarheit gefunden. Na, dann sollten wir vielleicht uns den erstmal nochmal anschauen. Gehen wir in die Ausrüstung und suchen uns den. Da oben ist er auch schon. Horn-Talisman der Klarheit erhöht den Fokus. Ein Accessoire der Ahnenjünger. Angeblich ist dies ein sprießendes Horn. Die Ahnenjünger glauben, dass Hörner langlebiger Bestien wie Geweihe wachsen und sich Jahr um Jahr erneuern, bis sich die Bestie eines Tages in einen Ahnengeist verwandelt. So, ich glaube, wir können uns hier weiter umschauen. Netter Fund auf jeden Fall. Aha, Moment mal. Hier vorne haben wir... Ja, wir haben einen Aufzug erst einmal und den müssen wir wohl mit 2 Steinschwertschlüsseln aktivieren. Naja, gut, dann machen wir das mal. Davon haben wir immer ein paar gefunden, können wir so auch mal verbrauchen. Einen oben rein, einen unten rein
Die Steinschwerte sind zerbrochen und ich denke, wir haben jetzt hier einen Aufzug. Logisch wäre jetzt Caleb. Schauen wir mal auf die Karte und gehen mal aus dem Untergrund raus. Ja, das müsste uns nach Caleb bringen. Gleich in die Nähe einer Landkarte, so wie es aussieht. Okay, sehr schön. Gut, großartig. Jetzt würde ich aber eins sagen, wir sollten uns hier am Aufzug nochmal ganz kurz umschauen. Also machen wir das mal. Wir haben jetzt 40.000 Runen, das finde ich ja großartig. Das hier ist auch großartig. Wie diese... Okay, wir gucken uns den hier vorne an. Den Kerzenleuchter. Und im Hintergrund ist ein Ort der Gnade. Sehr schön. Ist aber hübsch dekoriert hier, muss man ja mal sagen, mit diesen Kerzenleuchtern. Ja, dann sollten wir uns hier wirklich noch umschauen. Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Wir sollten uns zivilisiert verhalten. Da vorne ist eine Treppe, also nehmen wir die Treppe. Und ich würde sagen, wir haben den Ort der Gnade entdeckt. Dann holen wir uns den mal. Das ist großartig. Wir haben so lange nicht gerastet, ja seit Anfang der Folge nicht. Dann haben wir noch einen großen Gegner zwischendurch gemacht. Und jetzt haben wir hier erstmal einen Ort der Gnade. Ich glaube, das könnte der Brunnenboden von Caleb sein oder so ähnlich. Wir werden es gleich rausfinden. Wir haben den Ort der Gnade unter dem Brunnen entdeckt. Nun gut, damit kann ich auch leben. So, schauen wir uns hier mal um, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Reiten wir immer um den Brunnen rum, wer weiß. Da würde man doch sicherlich gerne was verstecken. Und wenn nicht, naja, dann haben wir der Vollständigkeit halber mitgenommen. Springen wir mal hier hoch. Das geht, sehr schön. Hier vorne liegt irgendwas, aber das ist glaube ich bloß ein geschmolzener Pilz. Ich dachte, Glühwürmchen. Oh, da ist tatsächlich was. Hier ist ein Kremelt-Lager und hier haben wir eine Geisterteil-Lilie Stufe 3. Sehr schön. Schauen wir mal weiter, ob wir noch irgendwas anderes nettet finden, außer taubenetzten Herber. Nee, scheinbar nicht. Gut. Dann reiten wir mal hier einfach rum. Da sind nochmal Pilze. Gut, das ist auch nicht so spannend. Oh, kommen wir hier lang? Ja, sieht so aus. Da wollen wir nicht zu weit reiten. Gut, sehr schön. Und hier vorne endet die Welt auch schon wieder. Und wir sind wieder an der Treppe. So, wir haben das immer umrundet. Jetzt würde ich sagen, ja, sollten wir langsam zum Schluss kommen. Aber ich würde sagen, wir sollten eins machen. Wir sollten vielleicht mal da drüben noch einen kurzen Blick werfen. Also, irgendwas ist da in der Wand versteckt. Also, da oben ist definitiv was zum Einsammeln zu sehen. Ja, vielleicht bräuchten wir jetzt ein Teleskop. Naja, gut. So, wir haben jetzt hier einen Ort der Gnade gefunden. Ich würde sagen, wir sollten aber mal in die Tafelrundfeste zurück, bevor wir den Aufzug, den wir uns da jetzt aktiviert haben, nutzen. Na, dann machen wir das mal. Wir reisen mal zur Tafel der Gnade und dann werden wir am Anfang der nächsten Folge uns wohl erstmal mit unserer Ausrüstung ein kleines bisschen befassen, bevor wir dann hierher nach Siofra zurückkehren. Also, reisen wir jetzt erst einmal zur Tafel der Gnade. Dann würde ich sagen, machen wir als letzte Amtshandlung noch ganz kurz einen Stufenanstieg. Runen haben wir schließlich noch gemacht. So, also gehen wir den Stufenanstieg und wir werden einen weiteren Punkt in Weisheit investieren. Ich glaube, einen müssen wir noch machen, beziehungsweise einen weiteren Stufenanstieg in Weisheit investieren, um das Schwert der Nacht und der Flamme denn auch ohne Hilfsmittel quasi tragen zu können. Jetzt geben wir mal hier die Runen aus, die 30.900. Hier sind Stufe 73 und dann soll es für heute wirklich gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Unser Kampf gegen den Drachenblutsoldaten und die weitere Erkundung von Siofra. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Elden Ring weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.